Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Heute spreche ich mit Steven von Steven on Tour. Heute von mir ein weiteres Interview mit jemandem, der hier in Australien schon einmal war. Und zwar mit dem Steven. Hey Steven, wie geht's dir? Hi, grüß euch. Steven, vorweg, fröhlichen ersten Advent. Auch bei dir jetzt in Deutschland. Ja, wir haben schon der gleiche Tag. Ja, bei uns jetzt schon ein bisschen dunkel, aber wir haben schon den ersten Stollen verdrückt. Steven war hier in Australien von 2016 bis 2018, also ganze 2 Jahre. Steven und ich haben uns 3-mal hier in Australien getroffen, während seines Aufenthaltes hier. Ja, und vorher hatten wir ja über YouTube geschrieben, da hatte ich dir ja ab und zu auch mal Fragen gestellt, bevor ich überhaupt losgemacht habe, bevor ich auch überhaupt meinen Kanal gegründet habe. Und so kamen wir ja schon ab und zu mal in Kontakt. Und als ich dann in Brisbane war, hatte ich mich halt erinnert, dass du halt davon herkommst. Und ja, da dachte ich mir, wenn wir schon in der Nähe sind, warum dann nicht einfach mal treffen? Wo bist du überall gewesen? Also angefangen hatte ich dann in Cairns. Das war dann am 9. August 2016, da ging meine Reise los. Und von Cairns bin ich dann erstmal die Ostküste runtergereist, Richtung Brisbane. Von Brisbane bin ich dann einmal ins Outback gegangen, Richtung Longreach und Isisford. Da hatte ich dann gearbeitet für einen Monat. Dann ging es zurück, dann hatte ich sogar noch einen kleinen Ausstecher gemacht nach Fidschi für 10 Tage über Weihnachten. Und ja, anschließend ging es dann nach Sydney, runter die Ostküste nach Melbourne über die Snowy Mountains, also auch an der Hauptstadt Canberra vorbei. Und von Melbourne ging es dann nochmal nach Tasmanien, dann wieder zurück. Und dann ging es Richtung Adelaide, einmal durch die Mitte über Alice Springs nach Darwin. Dann war ich im tropischen Norden, da war es ziemlich schwül. Das war erstmal eine große Wetterumstellung. Und von dem Norden bin ich dann rüber Richtung Broome, das heißt die Westküste runter. Von Broome über Perth, dann wieder die Südküste Richtung Melbourne. Von Melbourne, also erstmal nach Adelaide und dann von Adelaide wieder nach Melbourne. Von Melbourne wieder die gesamte Ostküste hoch bis nach Cairns. Und anschließend von Cairns nach Brisbane und dann waren meine 2 Jahre vorbei. Also das war meine Reiseroute ungefähr. Wie kamst du auf die Idee, Australien zu bereisen? Der erste Gedanke, der mir kam, das war, als ich mich mal mit einem ehemaligen Nachbarn unterhalten hatte. Das war so ungefähr 2013. Da hatte ich dann gehört, dass er auch mal für ein Jahr drüben war. Und da wusste ich noch gar nichts über das Work and Travel Bescheid. Ich kannte mich null aus. Ich wusste gar nicht, dass sowas funktioniert in dieser Welt. Und irgendwie ist das dann erstmal sacken gegangen und ein Jahr später habe ich mich dann da wieder daran erinnert, als ich im zweiten Layer in der Ausbildung war, das war dann ungefähr 2013. Und da habe ich dann angefangen, mich darüber zu erkundigen. Ich habe mir Videos rausgesucht, ich habe mir Informationen durchgelesen. Irgendwann bin ich auch auf Davids Kanal gestoßen, da hat er erst 2 Videos, so fing das alles an. Und ja, dann hat mich das ziemlich interessiert und je mehr ich über Australien wusste und je mehr ich damit fit wurde, wie das alles funktioniert, desto interessanter war es für mich. Bis ich mir dann gesagt habe, okay, meine Ausbildung ist jetzt bitte 2014 vorbei. Entweder mache ich das danach oder ich würde noch 2 Jahre arbeiten, bis ich dann nach Australien gehe, einfach um halt ein gewisses Startkapital zu haben, damit ich mir dort auch meine Freiheit gönnen kann und die genießen kann. Und ja, so kam ich dann auf den Gedanken. Also die ersten Gedanken waren, wie gesagt, 2013 und dass ich fest davon überzeugt war und angefangen habe zu planen, war dann ab 2014, wo auch mein Kanal ins Leben gerufen wurde. Wie viele Videos hast du auf YouTube hochgeladen? Also allein über Australien habe ich ja fast 90 Vlogs hochgeladen, also über 100 Videos, die von Australien handeln, auf meinen Kanal und anschließend kam ja dann noch Asien und so. Wie hast du dich auf Australien vorbereitet? Also der erste Gedanke, der mir kam, war natürlich, dass so geht es natürlich den meisten mit Organisation oder ohne, wo ich aber wirklich allen nur empfehlen kann, macht es ohne und dementsprechend sehen auch die Vorbereitungen anders aus. Die Vorbereitung, die man dort getroffen hat, das Wichtigste ist natürlich, dass man sich erst das Visa besorgt, weil wenn dieses abgelehnt ist und ihr habt schon Flug und alles, dann habt ihr euer Geld rausgeschmissen. Deswegen wichtig, erstmal auf die Bestätigung des Visas zu warten, das war der erste Schritt. Und ja, die erste Bestätigung fürs First Year Visa von Work and Travel, das geht ziemlich schnell, bei mir hat es nur wenige Stunden gedauert, bis die Bestätigung kam. Und anschließend habe ich mich dann um die Flüge gekümmert. Des Weiteren kam noch die Krankenversicherung dazu. Also Flug, Visa, Krankenversicherung. Nur ein Tipp fürs First Year, den ich noch hätte, wenn ihr jetzt irgendwie im Kinderbereich oder im medizinischen Bereich arbeiten wollt, gebt das nicht an bei eurer Visa-Anfrage, weil dann verlangen die nämlich noch ein Gesundheitszeugnis von euch und einen Test hier und einen Test da und dann müsst ihr euch noch prüfen lassen und testen lassen für 100, 200 Euro. Also macht einfach, dass ihr normal Farmwork machen wollt, auch wenn ihr es gar nicht machen wollt.
Und dann habt ihr euch vor Ort halt umentschieden, hey, ich habe doch Bock, was im Medizinbereich zu machen, weil ich bin ja Mediziner. Also gebt das nicht ein, sonst müsst ihr noch extra viel Geld zahlen und das ganze Prozedere zieht sich richtig in die Länge, bis ihr die Bestätigung bekommt. Gebt einfach an, ihr wollt Farmwork machen, dann ist denen das egal. Aber sobald Gesundheit steht, klingelt da die Alarmglocke, dann ist der automatisierte Prozess abgehakt. Dann wird sich da ein Typi hinsetzen und sich das angucken und dann viel Spaß beim Nachweisen. Und das, den Stress erspart euch. Und hattest du die Unterkünfte von Deutschland aus gebucht? Bei mir war es so, dass ich mir dann gleich 4 Nächte gebucht habe, was aber viel zu viel ist. Was ich im Nachhinein gemerkt habe, weil ich habe dann natürlich auch Leute kennengelernt, die waren dann im anderen Hostel. Ich musste aber noch in meinem Hostel bleiben, wo ich dann niemanden wirklich kannte, weil ich eben halt mit dieser anderen Gruppe unterwegs war. Deswegen, also wichtig wäre es, wenn ihr euch 2 Nächte mindestens bucht, dann könnt ihr eine Nacht ausschlafen, am nächsten Tag habt ihr keinen Stress mit dem Checkout, aber dann könnt ihr euch auch im Laufe des Tages neu umorientieren und ihr habt dann einfach weniger Stress, weil wenn ihr nach einem langen Flug ankommt, manche von euch haben dann Jetlag, manche nicht, ist es natürlich immer gut, wenn ihr erstmal entspannen könnt und dann nicht noch euch vor Ort stressen müsst, wohin müsst ihr eigentlich. Also 2 Nächte buchen und dann würde ich alles spontan machen. Wie viel hattest du für deine Auslandskrankenversicherung bezahlt? Ja, das waren, da es so einen Young Travel Tarif gibt, das waren 1,15 Euro am Tag für das erste Jahr und anschließend waren es, glaube ich, 1,45 in etwa. Musstest du die Versicherung jemals in Anspruch nehmen? Ja, tatsächlich. Aber nichts Schlimmes. Eine Mal war ich einfach nur krank. Da ging es mir nicht gut, hatte ich Fieber, da bin ich halt zum Arzt gegangen. Ja, da muss man natürlich alles im Voraus zahlen, weil man als Privatversicherer gilt. Aber das Geld habe ich sofort wiederbekommen von der Krankenversicherung, da gab es kein Problem. Ihr müsst dann einfach nur eure Rechnung mitnehmen. Vom Arzt und das schriftlich natürlich. Und ja, sonst einmal war ich beim Zahnarzt, das wurde auch alles bezahlt. Also alles, was ich in Anspruch genommen habe, wurde mir auch wieder vergütet. Wie teuer waren denn die Behandlungen? Ja, es kommt immer drauf an, was es ist. Also wenn ihr einfach nur einen normalen Arztbesuch macht, dann ist das weniger als 100 Dollar auf jeden Fall. Wenn ihr zum Zahnarzt geht, dann kommt es natürlich darauf an, welche Behandlungen ihr bekommt. Bei mir waren es ungefähr 170 Dollar. Ja, und das eine Mal, das war dann aber in Asien, da habe ich mich am Fuß ein bisschen verletzt, da war der verstaucht. Ja, da waren es 300-400 Dollar. Was hattest du denn alles in deinen Rucksack gepackt? Ja, das Wichtigste ist natürlich, eure ganz normalen Sachen, die ihr auch alltäglich trägt, oder tragt er gesagt. Ja, dann ganz normale Sachen. Und ein Fehler, den ich halt gemacht hatte, weil ich dachte, okay, Australien ist halt ziemlich warm, nehme ich halt eine Menge weiße Sachen mit. Das war natürlich ein Fehler, weil von diesen weißen Sachen habe ich heute gar nichts mehr. Weil durch den ganzen Staub und Dreck und diese rote Erde verfärbt sich das komplett. Also es war nicht mehr weiß, es war wirklich so beige-orange. Das war wirklich nicht mehr schön anzusehen. Also empfehle ich euch, nicht so viel Weißes mitzunehmen auf jeden Fall. Und überpackt euch auf jeden Fall nicht, das ist wichtig. Weil ihr seid ja nicht im größten Dschungel oder ihr landet ja nicht im Dschungel und habt keine Geschäfte, sondern ihr könnt ja da immer noch irgendwas einkaufen. Und es gibt da auch gute Billigläden, wo ihr schnell mal ein T-Shirt für 5 Dollar kaufen könnt. Kmart beispielsweise ist ja so eine Anlaufstelle für alles. Deswegen nehmt euch nicht so viel mit, denkt aber an eure Kameras und natürlich an die ganzen anderen wichtigen Sachen. Welches Kamera-Equipment hast du denn mitgenommen? Anfangs war es gar nicht so viel. Da hatte ich eine GoPro einfach für Unterwasseraufnahmen und meine Legria für das Vloggen, weil ich ja eben auch YouTube gemacht habe. Aber eine Kamera solltet ihr mindestens mitnehmen. Am besten dann auch irgendeine, die auch das Wasser aushält, also eine GoPro beispielsweise, wäre da ein guter Allrounder für egal, was ihr aufnehmen möchtet. Ja, sonst hatte ich noch eine Powerbank, falls man mal unterwegs ist, aber das lernt man dann im späteren Verlauf, dass man dann irgendwie noch Strom braucht, während man unterwegs ist, weil man halt im Auto nicht immer eine Steckdose hat, außer man lädt, wenn man halt fährt. Wie verliefen denn deine ersten Tage in Australien? Die ersten Tage waren eigentlich ganz entspannt. Also, ja, Leute kennengelernt habe ich sogar schon im Hongkong Airport. Da waren auch dann 2 Leute dabei, mit denen ich dann auch eine Woche oder 2 verbracht habe insgesamt. Und ja, die ersten Eindrücke waren einfach, ich bin dann gelandet, morgens um 6 sogar, bin dann rausgekommen, die Sonne war schon da. Und dachte mir dann einfach, okay, endlich bin ich im Paradies. Auf jeden Fall, der erste Eindruck war super. Auch, dass man dann halt die Palmen gesehen hat, das gute Wetter, später dann auch das Meer. Und ja, die ersten Tage habe ich eigentlich kann man nur sagen, ganz gechillt verbracht. Gleichzeitig habe ich dann aber auch vor Ort die Tax-File-Number gleich beantragt. Das ist wichtig, weil die braucht meistens 2-3 Wochen, bis ihr die habt, damit ihr dann halt auch arbeiten könnt. Eine Handynummer habe ich mir geholt, also sprich eine SIM-Karte. Und einen Bank-Account habe ich mir gemacht. Bei der Westpac war das. Westpac und Commonwealth, das sind so die 2 gängigsten.
Deswegen habe ich mich dann einfach für die Westpac entschieden. Genau, die drei organisatorischen Sachen habe ich eigentlich am ersten, zweiten Tag gleich erledigt, damit das fertig ist, damit ich dann halt keinen Stress mehr habe. Und die anderen Tage habe ich einfach Leute getroffen, abends mal weggegangen, wir sind zur Lagune gegangen in Cairns, die ist sehr schön, weil man ins Meer nicht darf, wegen Krokodilen und so weiter. Und ja, einfach erstmal nur entspannt angekommen, Leute kennengelernt. Und nach 2 Wochen dann hatte ich mir dann ein Auto zugelegt, genau. Du bist ja alleine nach Australien gereist. Wie ist denn im Nachhinein deine Meinung dazu und wie waren deine Erfahrungen? Natürlich ist es auch schön, mit einer Partnerin oder mit dem Partner rüberzugehen, mit dem besten Freund. Aber habt auch nicht Angst vor diesem Alleinsein, weil einsam und alleine ist halt nochmal ein großer Unterschied. Und wenn ihr Leute kennenlernen wollt, dann lernt ihr auch welche kennen. Also bei mir war es sogar so, ich habe sogar Leute und Freunde kennengelernt, bevor ich in Australien war, nämlich an diesem Hongkong-Flughafen. Und dann bin ich dort angekommen, man saß in der Lobby im Hostel und da ist halt das meiste los. Im Zimmer habt ihr auch 8 Leute, das heißt, wenn ihr reinkommt, sagt ihr ja schon Hallo, dann stellen die Leute sich vor, hey, wer bist du, wo kommst du her schon, habt ihr ein Gespräch. Wenn ihr euch gut versteht, seid ihr gleich zu zweit, dann fragt der eine, hey, willst du was essen? Also ihr lernt innerhalb von der ersten Stunde an oder von der ersten Sekunde, die ihr dort landet quasi, Leute kennen. Da macht euch keine Sorge, was das alleine angeht. Und irgendwann kommt natürlich der Tag, wo sich eure Gruppe oder eure Freundschaften wieder trennen. Das ist ganz normal, das ist wirklich ein Kommen und Gehen. Ich habe viele hunderte bis tausende verschiedene Backpacker kennengelernt, getroffen, miteinander geredet. Das ist normal, da muss man natürlich auch mit klarkommen, dass es immer dieses Trennen und wieder kennenlernen ist. Aber alleine seid ihr nicht, macht euch da auf jeden Fall gar keine Sorgen. Hattest du auch sogenannte Travelmates, also Leute, die du in Australien kennengelernt hattest und mit denen dann rumgereist bist? Entweder für kurze Trips oder für längere Trips, beispielsweise wo ich in Cairns dann angekommen bin und ich hatte dann mein Auto nach 2 Wochen, wollte ich in den Norden, in den Daintree Rainforest, in den Regenwald. Und da habe ich dann eine 3-Tagestour gemacht. Da habe ich dann auch also am meisten kommuniziert habe ich über Facebook, über die Gruppen Backpacking Australia und so weiter, wo teilweise auch 60 bis 100.000 Leute drin sind. Damals waren es noch weniger, da waren es 15, 20, was aber natürlich auch schon eine Menge ist. Und dort habe ich dann einfach eine Ad reingestellt, auch wieder vorgestellt, hey, ich bin der und der, dann auch ein, zwei Fotos reingestellt, von sich selbst natürlich, damit die Leute sehen, mit wem man redet und vielleicht auch von eurem Auto, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann einfach nachgefragt und euren Plan gesagt, hey, ich bin jetzt in Cairns, ich möchte jetzt in den nächsten 2, 3 Tagen in den Daintree fahren für 2, 3 Tage. Wer möchte mitkommen? Ich habe 3 Plätze. Ja, Spritkosten und Essen und so weiter wird ja immer geteilt. Das schmeißt man dann einfach alles zusammen im Topf. Also da zahlt ihr nicht alleine die Spritkosten, das wird immer geteilt. Und ja, genauso habe ich es auch gemacht, wenn ich größere Strecken hatte, beispielsweise von Brisbane nach Sydney, ja, kann man sagen, von Brisbane nach Sydney. Ja, einfach easy going losgefahren, einfach die Pläne aufgesagt, hey, ich möchte hier und dahin vielleicht und die Travelroute kann man ja so ein bisschen auch untereinander bequatschen. Kosten werden, wie gesagt, immer geteilt. Also am meisten habe ich da wirklich über Facebook-Gruppen kommuniziert, um mir Travelmates anzueignen, mit denen ich dann auch für ein paar Tage oder eben auch für ein paar Wochen rumgereist bin. Aber auch im Hostel könnt ihr fragen, je nachdem, wen ihr kennenlernt. Ihr habt dann 2, 3 Leute, ihr habt ein eigenes Auto, die wollen auch nach Süden, ihr auch. Schon schließt ihr euch zusammen und könnt gemeinsam fahren. Und das ist vom Kostenpunkt her besser und vom Spaßfaktor natürlich auch. Also reist nicht alleine, hatte ich auch eine Woche mal gemacht. Ist es langweilig. Du hast ja dann ein Auto gekauft. Wie hast du das denn gefunden? Also es war gar keine große Suche. Da war ich, am Anfang war ich auch noch am Überlegen, soll ich mir ein Auto erstmal schon holen oder mache ich erstmal mit Bus oder mit anderen Leuten. Aber im Hostel, also wir waren dann wirklich eine große Gruppe in unserem Hostel von, weiß nicht, 15 Leuten und 2 davon, die wollten dann auch bald wieder nach Deutschland. Und die hatten halt auch ein Pajero, das ist auch ein Four-Wheel Drive. Und da dachte ich mir, so okay, so ein Geländewagen, damit man überall hinkommt, ist natürlich von Vorteil. Und ja, dann hatte ich mir den angeguckt, wir hatten drüber geredet, andere wollten den dann auch. Und das ist natürlich für den Verkäufer immer das Beste, wenn 3 verschiedene Parteien ein Auto wollen, dann wissen die, die werden den sowieso los. Aber letzten Endes, weil ich zuerst gefragt hatte, waren die so fern, haben gesagt, okay, Steven, für dich ist er jetzt reserviert. Wenn du ihn willst, dann kriegst du ihn auch. Dann habe ich nochmal einen Tag überlegt und dachte mir, okay, warum denn nicht? Und ja, so habe ich den gefunden. Das war für mich eigentlich ziemlich einfach im ersten Moment. Und gab es später mal Probleme mit dem Auto? Ja, mit dem schon, aber ja, da konnte keiner was für, das wussten die dann auch nicht. Also da wurde ich jetzt nicht irgendwie reingelegt oder sowas. Irgendwann bin ich auf dem Highway gefahren und vorne ist mir dann irgendwas kaputt gegangen. Es hat angefangen zu rauchen, das heißt, der Kühler ist wohl kaputt gegangen. Und anscheinend, also wusste man natürlich nicht, die Werkstatt auch nicht, aber es war halt ein größerer Reparaturschaden.
von ja, 2.500 Dollar und hätte der Motor auch was abbekommen, weil ich leider noch einen Kilometer weiter gefahren bin, weil ich wollte nicht an den 100 km/h vorbeirauschenden Autos anhalten. Da bin ich erstmal links rangefahren noch. Ja, wäre es ein Schaden von 4.500 gewesen. Das heißt, ich hätte mir gleich ein neues Auto kaufen können. So habe ich es dann auch gehandhabt. Ja, sieht man sogar in einem der Videos, nicht wie es aufraucht, aber dass ich dann den Auto-Change gehabt habe. Also kaputt gegangen ist dann schon was, leider bei mir gleich volle Kanne, dass ich ihn weggeben musste. Aber ja, das ist, in Autos kann man nicht reingucken, das ist halt Glück und Pech. Also es war dann so, dass ich zu einer Werkstatt da gefahren bin. Das war so ein kleines Örtchen, nannte sich Midawi, das ist südlich von Newcastle, Sydney. Nee, nördlich so. Und ja, da war ein älterer Mann hinter mir. Der hatte das mitbekommen, dass ich gesagt habe, ja, mein Auto ist wahrscheinlich Schrott, wie ich dann mit dem Werkstatttyp geredet habe. Und dann hatte er gemeint, hier, bevor du den verschrotten lässt für 100, komm mit zu mir und meiner Familie, wir überlegen uns was. Und letzten Endes war ich da 2 Wochen und die haben mir dann geholfen, das Auto zu verkaufen. Da kam dann noch ein Australier, der hatte genau den gleichen, der wollte dann einfach nur die Autoteile von mir haben, die Reifen, anderes Equipment, also sprich ja, Autoteile, die er dann auch verwerten kann. Den wurde ich dann sogar noch für 1.000 Dollar los, auch wenn er komplett Totalschaden hatte. Und ja, dann habe ich halt meine Ausrüstung genommen, mein Equipment, alles, was mir gehört, und habe das dann in ein neues Auto umgebaut, welches ich mir dann geholt habe. Auch 4WD Drive, auch wieder von der Marke Pajero, aber ein bisschen anders, bisschen leistungsstärker, auch größer. Und den hatte ich dann für 4.250 gekauft, aber dann direkt auch von einem Autohändler. Das heißt, ich war der erste Backpacker, der den Wagen hatte. Und eben mit dieser Familie, die mich ja da aufgenommen hatte für die Zeit, habe ich das Auto mit ihm gemeinsam noch umgebaut zum Backpackerwagen. Bett rein, meinen Kühlschrank wieder rein, zweite Batterie und so weiter, damit ich den wieder auf die Straße führen kann und da drin leben kann. Und genau, so hatte ich dann noch keine wirklich weiteren Kosten für mein Equipment, weil das hatte ich bereits. Ein bisschen musste ich noch kaufen, mein Basket oben auf dem Dach. Aber es kam nicht mehr so viele Kosten dazu. Und gab es mit deinem zweiten Auto nochmal Probleme? Ja, später gegen Ende, also gegen Ende meines ersten Jahres, weil ich ja dann auch länger geblieben bin, da hatte ich dann ein Ölleck am Motor. Da musste ich dann auch nochmal knapp 2.000 Dollar reinstecken. Ich wollte ihn auch nicht irgendwie an Backpacker jetzt verscherbeln und das verstecken, damit die dann ja, in die Kacke treten. So bin ich halt nicht und ich wollte ihn ja dann selber noch ein bisschen fahren. Deswegen habe ich den einfach repariert. Aber der Rest war komplett in Ordnung. Hattest du auch mal einen Inlandsflug oder bist du nur mit dem Auto gefahren? Ja, einen einzigen Richtung Tasmanien und in Tasmanien habe ich mir dann ja, so einen Camper gemietet mit 2 Travelmates, weil ja, mein eigenes Auto rüberbringen, ich glaube, das war ziemlich teuer, mehrere hundert Dollar und das hätte von der Zeit nicht mehr gepasst, deswegen bin ich da einfach für 30 Dollar geflogen oder wie teuer das war. Es war nicht wirklich teuer, aber sonst alles mit Auto bereist, genau. Du hast ja hier in Australien auch gearbeitet. Wie schwer war es denn für dich, einen Job zu finden? Ja, bei mir war es genau das Gegenteil. Also alle Jobs, die ich hatte, waren wunderbar und ich hatte nie Probleme. Ja, fange ich erstmal beim Finden an, wie ihr da Jobs finden könnt. Da hatte ich auch mal auf meinem Kanal ein Video gemacht, falls das nochmal ein bisschen ausführlicher haben wollt. Aber kurz gesagt ist einfach so, dass es die Seite Gumtree gibt. Das ist so ein australisches eBay, plus dass ihr halt Jobs auch finden könnt. Und dort habe ich mir halt eine Ad reingestellt und habe einfach gesagt, hey, ich bin Backpacker, so und so alt, deutsch, also auch die Nationalität angegeben, weil muss man dazu sagen, viele Farmer sind wirklich, ja, die haben halt so eine Länderkategorie und die Deutschen sind immer ganz oben, weil die ja immer der Meinung sind, die Deutschen können gut arbeiten, die sind pünktlich, die machen ihr Zeug. Deswegen habt ihr in dem Fall als Österreicher, Schweizer und Deutscher sehr gute Chancen, einen Job zu bekommen. Und genau, gebt einfach ein bisschen was über euch ein, ja, wer ihr seid, wie gesagt, und dann auch was für Erfahrungen ihr habt. Also wenn ihr schon Farmwork gemacht habt, auch in Deutschland, dann ja, tragt das auf jeden Fall mit ein. Was waren denn deine Schritte, um einen Job auf einer Farm zu finden? Also wenn ihr euren Standpunkt auswählt, wo ihr euch befindet, dann macht das am besten nicht an der Küste, weil der Umkreis, sag ich mal, ihr habt einen Radius von 50 Kilometern und ihr seid an der Küste, dann ist die Hälfte natürlich im Meer und da ist ja keiner. Deswegen packt euren Standort ein bisschen aufs Inland, dann habt ihr halt die Küste, aber auch das Inland. Und dann habt ihr halt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass euch Farmer finden. Dann wartet einfach auf einen Anruf, gebt auf jeden Fall auch eure Handynummer da ein, die ihr habt, die australische, damit ihr euch dann auch gleich kontaktieren könnt, weil viele Farmer, die schreiben nicht, sondern die rufen dann gleich an. Habt da auch keine Angst ranzugehen, weil ihr möchtet ja einen Job haben und ihr müsst früher oder später eh mit den Leuten reden, deswegen scheut euch da nicht vor. Dann natürlich, wenn ihr Frauen seid, also macht auf jeden Fall keine Bilder rein, weil es gibt so viele perverse Leute, die euch da anschreiben, gerade als Frauen, die dann sagen, hier kommt zu mir nach Hause für 20 Dollar die Stunde, putznackt oder so. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da kommen auch sehr unseriöse Angebote.
Aber ja, wenn es jetzt um Farmwork geht, da kann ich halt am meisten drüber sagen. Ja, geht einfach ans Telefon und die Texte, die sie schreiben, da seht ihr ja schon, ist es seriös oder nicht. Und dann legt für euch persönlich ab, möchtet ihr es oder nicht. Und am besten natürlich Jobs zu finden ist, wenn ihr alleine sucht oder maximal zu zweit. Weil am Anfang hatten wir es auch, dass ich mit drei Kollegen gleichzeitig gesucht habe und es hat wirklich gedauert, bis wir da was bekommen haben, bis wir halt auf eine Kürbis fahren konnten. Also die besten Jobs und die bestverdienten Jobs kriegt ihr wirklich, wenn ihr alleine unterwegs seid. So war es bei mir. Da war ich dann als unerfahrener Typi einfach mal der Traktorfahrer und habe da auch gut Geld verdient, habe viele Stunden gearbeitet, war immer busy und das war natürlich gut fürs Konto, weil deswegen habe ich es ja gemacht, ne? Einfach um Job zu finden und erstmal zu arbeiten. Und ja, der nächste Tipp ist einfach, je flexibler ihr seid, desto bessere Angebote könnt ihr auch wahrnehmen. Was denkst du über Working Hostels? Weil in Working Hostels sind halt die meisten Backpacker, die halt kein eigenes Auto haben oder die schnell einen Job brauchen oder halt die ihre 88 Tage Farmwork fertig kriegen wollen und das wissen halt die Farmer. Deswegen wird man da auch am meisten ausgebeutet. Und die zahlen dann halt auch nicht wirklich einen Stundenlohn, das gibt es auch, aber oftmals ist es so, dass sie halt per Kiste bezahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf einer Erdbeerfarm seid, müsst ihr halt eine Kiste voll machen und wenn die Kiste voll ist, kriegt ihr $20 als Beispiel. Aber dann kann es natürlich sein, dass ihr für eine Kiste 2 Stunden braucht. Das heißt, euer Stundenlohn ist $10 und das ist unter dem Mindestlohn. Aber das wird halt mit Bins anders gehandhabt. Deswegen ist es da halt meist so, dass ihr halt wirklich da auch ausgebeutet werdet. Nicht überall, aber an sehr vielen Farmen. Also wenn ihr hört, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, das ist wirklich meist von Working Hostels, weil ihr müsst da $200 Übernachtung zahlen pro Woche. Gleichzeitig noch, um auf die Farm zu kommen, dürft ihr nicht euren eigenen Wagen nehmen, sondern ihr müsst jeden Tag nochmal extra $10 bezahlen, damit die Leute euch mit dem Bus hin und her fahren, totaler Blödsinn. Das heißt, ihr arbeitet schon über einen Tag oder 2 Tage allein, um eure Kosten dort abzudecken. Und gleichzeitig kriegt ihr nicht mal einen vernünftigen Stundenlohn. Das heißt, ihr geht vielleicht mit $500 die Woche raus. Und ja, kann ich nur von mir aus sagen, wenn ich alleine irgendwo gearbeitet habe und mein eigenes Auto dann hatte, ist natürlich auch eine Investitionssache, die man am Anfang hat. Die kann natürlich nicht jeder. Deswegen muss man da halt gucken. Deswegen ist mein Tipp auch, versucht ein bisschen Geld erstmal anzusparen, bevor ihr nach Australien geht, einfach um diesen Druck dann auch nicht zu haben. Und wenn ihr nach einem Job sucht, macht das nicht erst, wenn ihr nur noch $500 habt und ihr müsst, sondern lasst euch einen gewissen Puffer einfach, damit ihr nicht euch ausbeuten lässt. Weil das wissen die Farmer, ihr habt kein Geld, ihr braucht die Arbeit, also bleibt ihr auch. Und schon seid ihr billiges Material und wenn ihr geht, kommen wieder andere. Das heißt, sie achten nicht auf euch. Du warst jetzt 2 Jahre hier auf einem Working Holiday Visum in Australien. Wie hast du es geschafft, die 88 Arbeitstage, die für das zweite Visum notwendig sind, zu bekommen? Die 88 Tage macht das auch nicht auf dem letzten Drücker, weil es kann immer sein, dass die Farm plötzlich sagt, okay, tschüss, machen wir nicht. Oder es gibt auch Farmen, gerade auch wieder über bestimmte, die nicht wirklich seriös sind, die euch dann plötzlich die Tage nicht aushändigen wollen. Also es gibt viele Streitpunkte und macht auf jeden Fall keine Schwarzarbeit, weil dort werdet ihr auch sehr oft über den Tisch gezogen, dass sie euch sagen, ja, wir schreiben euch dann die Tage auf und so weiter. Aber das müsst ihr später nachweisen, ihr müsst dem Government, also der Regierung, vorweisen, dass ihr gearbeitet habt, sprich, ihr müsst eure Rechnungen und eure Payment Summary abgeben. Und das geht nicht, wenn ihr Cash auf Hand bekommt. Genau. Und auch wenn die euch dann sagen, ja, wir machen dir den Zettel fertig, das muss anders nachgewiesen werden, auch über Bankverbindungen und so weiter. Und wenn die das prüfen, dann ja, viel Spaß beim nicht mehr wiederkommen nach Australien. Also da müsst ihr aufpassen. Und lasst euch da auf jeden Fall nicht verarschen mit Cash in Hand, weil. Also ich habe es sehr oft erlebt, dass die Leute eine Woche oder zwei gearbeitet haben, dann hieß es ja, Geld bekommst du bald. Und am Ende haben sie gesagt, tschüss, du kannst gehen und du kriegst gar nichts. Und den kannst du ja dann auch nicht anschwärzen, weil du kriegst vielleicht noch $3.000 von ihm. Aber willst du der Regierung sagen, hey, ich habe schwarz gearbeitet? Das macht ja keiner. Deswegen, da haben die euch. Also macht das ja nicht. Und wie hast du dich dann für das Second-Year-Visum beworben? Es war genau das Gleiche mit nur ganz wenig Änderungen. Also beantragen war es genau über die Government-Seite wieder, diese Australia Gov.au oder wie auch immer. Und ja, dort hat man ja auch das First-Year-Visa angemeldet. Und dann genau darunter gibt es halt noch die Möglichkeit für das Second-Year-Visa. Da habe ich dann draufgeklickt mit meinem Account, den ich schon hatte. Ja, dann habe ich das gesamte Prozedere quasi nochmal. Ja, nochmal durchlebt. Also es waren vielleicht nicht unbedingt dieselben Fragen. Ganz in Erinnerung habe ich es jetzt nicht mehr, was ich da alles beantragen musste oder eingeben musste. Aber hauptsächlich war es halt wirklich, dass ich Nachweise geben musste, dass ich eben diese 88 Tage gearbeitet habe. Das heißt, ich musste die Payslips, also die Rechnungen oder die Gehaltszettel, wie auch immer, von den Farmern halt scannen und denen schicken und denen geben, hochladen. Und die Payment Summaries. Also das sind 2 Dokumente, die ihr auf jeden Fall braucht, um Australien zu zeigen, hey, ich habe wirklich gearbeitet, damit die das halt prüfen können.
Und ja, genau, das Ganze hochladen, dann ein paar Fragen noch beantworten, aber das Prozedere bleibt das gleiche. Und dann kommt es halt drauf an, im ersten Jahr, da wird nicht wirklich was geprüft, da kriegt ihr wirklich die Bestätigung einen Tag später. So war es bei mir auch und bei vielen, hundert oder tausenden sogar auch. Und was das Second Year angeht, da wurde ich sogar kontrolliert. Das heißt, es hat bei mir knappe 2 Monate gedauert, bis ich einen Antrag bekommen habe. Aber hier ist auch die Sache, wenn ihr das beantragt im ersten Jahr und ihr habt nur noch 3 Wochen Zeit, bis ihr wieder raus müsst, dann bekommt ihr gleichzeitig und automatisch ein Bridge-Visa, dass ihr halt eben da bleiben dürft, weil eben noch dieser Prozess für Second Year läuft. Und ihr müsst halt angeben, beantragt ihr gerade das Second Year Innerland oder seid ihr außerhalb? Wenn ihr also gerade in Deutschland seid und ihr beantragt das, dann dürft ihr auf jeden Fall nicht gleich wieder dahin fahren, sondern das Visa muss erst bestätigt werden, weil manche fliegen auch kurz mal nach Bali und machen das dann. Aber wenn das Prozedere halt länger dauert, dürft ihr halt nicht vorher nach Australien einreisen. Das heißt, ihr müsst dann vielleicht auch 1 Monat oder 2 überbrücken. Und ich hatte halt ein Bridge-Visa, habe das dann gemacht. Und blieb dann einfach noch ein bisschen und dann dachte ich mir, okay, fliege ich nach Hause. Bis ich dann aber die Meldung bekommen habe, hier, du hast das Land verlassen, du musst wieder nach Australien kommen, eher können wir dein Visa nicht bestätigen. Und dann dachte ich mir, das ist nicht euer Ernst, warum? Sollte ja kein Problem sein. Ja, aber dann 3 Wochen später habe ich denen dann geschrieben. Also die haben mir gesagt, ich habe 1 Monat Zeit wieder einzureisen, sonst verfliegt das Visa und ich muss das Ganze nochmal beantragen und neu bezahlen. Bin dann also wieder nach Australien gereist, on point, also es war genau der Stichtag. Und habe dann das wieder innerhalb von 2, 3 Tagen dann bekommen. Das war dann kein Problem. Erst mit dem Tourist eingeflogen und das wurde dann automatisch geändert im Second Year. Bei mir war es ein bisschen komplizierter. Das klingt jetzt echt kompliziert, aber wenn ihr im Land bleibt oder eben im Ausland bleibt, bis bestätigt ist, ist das kein Problem. 2 Jahre von zu Hause weg sein ist natürlich eine lange Zeit. Hattest du denn jemals Heimweh und wie bist du damit umgegangen? Ja, Heimweh ist ja was normal Menschliches. Ich denke mal, das hatte schon jeder. Auch bei mir natürlich und es kommt dann immer auf die Situation drauf an. Wenn man unterwegs ist, wenn man Leute um sich hat und irgendwelchen Aktivitäten nachgeht und nicht für sich alleine ist, um Zeit zu haben, um nachzudenken, dann hat man auch kein Heimweh, dann ist auch alles gut. Ich hatte dann auch Zeiten, wo ich plötzlich ein halbes Jahr in Australien war und dann dachte ich mir, oh krass, ist ja schon ganz schön lange, ich will noch gar nicht nach Hause, was ist da los? Ja, aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie alleine für sich ist oder nachdenkt oder es kann natürlich auch sein, dass ihr mal eine schwere Zeit habt. Zum Beispiel, ihr habt gerade euer letztes Geld ins Auto investiert und eine Woche später geht es euch komplett kaputt. Ihr sitzt auf euren Kosten, ihr habt gerade keinen Job, ihr habt kein Auto. Oder auch Gedanken, die mir kamen, weil ich eben für 2 Jahre und 3 Monate auch am Reisen war, durchgehend. Dass man sich dann natürlich auch irgendwelche Fragen stellt, wie laufe ich von irgendwas davon? Will ich das normale Leben jetzt einfach nur nicht mehr? Also man denkt dann halt auch in andere Richtungen, überdenkt dann natürlich auch sein Leben. Warum man jetzt so lange reist, hat das vielleicht Gründe, andere Hintergründe? Lasst euch von so einem Ding auch nur als Tipp nicht entmutigen. Das Leben, genauso wie Australien, ist eine Achterbahnfahrt. Genauso wenig, wie es zu Hause immer schön ist, ob es ein Job ist, ob es Freunde sind, Familie, Beziehung. Genauso ist es auch im Paradies nicht. Also ihr fahrt zwar ins Paradies und ihr wollt eine schöne Zeit, aber ihr werdet nicht 1 Jahr eine komplett tolle Zeit haben. Es kann euch was passieren. Ihr könnt einen Job verlieren. Ihr seid gerade mal alleine, findet keine Travelmates, wie auch immer. Alles kann natürlich passieren. Lasst euch von sowas natürlich nicht entmutigen. Und genau solche Situationen sind halt die, wo das Heimweh auftaucht, weil man sich denkt, okay, hier ist alles scheiße. Ich habe mir das alles komplett anders vorgestellt. Jetzt will ich wieder nach Hause. Da ist alles besser. Aber kann ich euch schwören, das ist nicht besser. Und ihr werdet euer Leben lang bereuen, wenn ihr nach Hause geht, wenn ihr das alles abbrecht. Ein Kollege von mir, den ich auch am Anfang kennengelernt hatte, der ist nach 4 Wochen wieder nach Hause gegangen. Und ja, der bereut es auf jeden Fall, weil das Visa könnt ihr nur einmal im Leben machen. Und wenn ihr dann nicht gerade schon die 3 Monate Farmwork habt, um nochmal wiederzukommen, dann habt ihr wirklich verkackt, auf Deutsch gesagt. Und das ist natürlich sehr schade. Deswegen in solchen Situationen, dann passiert halt, dass es das Heimweh kommt. Aber es gibt dann auch wieder gute Zeiten. Also ich sag mal so, je weniger, also wer Erwartungen hat, kann enttäuscht werden. Deswegen lasst einfach alles auf euch zukommen. Und wenn mal eine Scheißsituation ist und ihr steckt in Schwierigkeiten, lasst euch davon auf jeden Fall nicht entmutigen. Bei mir ging auch das Auto kaputt und alles drum und dran. Ja, das Leben geht dann weiter und macht das Beste einfach draus. Aus solchen Dingen wird man nur stärker, aber lasst euch nicht von eurem Heimweh oder von eurem Unwohlsein überrumpeln und fahrt dann nach Hause. Also macht das auf jeden Fall nicht. Ja, und am meisten hilft da auch wirklich reden. Also frisst das nicht alles in euch rein. Also entweder wenn ihr Heimweh habt, redet mit zu Hause. Lasst euch aber dann auch nicht entmutigen, weil es gibt natürlich die Eltern und die Eltern, die dann sagen, hey, komm nach Hause, und die anderen sagen, ach, bleib da, alles gut. Also hört da lieber auf euch selbst und am besten ist natürlich mit anderen Backpackern zu reden, weil die haben wahrscheinlich auch schon so eine Situation durch
und trotzdem sind die noch vor euch. Dann könnt ihr euch vielleicht auch Tipps geben und mit euch reden. Also reden kann da ziemlich viel machen und helfen. Deswegen frisst euch das nicht rein und bleibt in eurem Auto sitzen und seid traurig, sondern geht trotzdem nach vorne, geht raus, lernt Leute kennen. Und je mehr ihr euch ablenkt, desto weniger denkt ihr nach und plötzlich sind schon wieder 3 Monate um. Also so war es bei mir. Im Nachhinein, gibt es irgendwas, was du gerne über Australien im Vorhinein gewusst hättest, bevor du nach Australien gekommen bist, was dir vielleicht dein Leben hier in Australien hätte leichter machen können? Ja, muss ich ehrlich sagen, gar nichts, wenn ich ehrlich bin, weil alles, was ich heute weiß, habe ich halt erfahren und gelernt, während ich unterwegs war und während ich die Dinge erlebt habe, gemacht habe. Und also da hätte ich jetzt eigentlich nichts, wo ich sagen würde, okay, hätte ich das mal lieber vorher gewusst, bevor ich nach Australien gekommen bin. Weil das, was ihr euch aneignet oder wenn ihr irgendwelche Tipps bekommt, geht hierhin, geht dahin, macht dies und jenes. Das kommt sowieso immer anders, als wie es geplant ist. Gerade auch was Reiseroute angeht, auch nur ein Tipp. Macht euch da keinen genauen Plan. Macht euch einen groben Plan. Hey, ich fange hier in Cairns an, ich gehe die Ostküste runter, wie ich es gemacht habe. Aber plant nicht so viel und erwartet nicht so viel, sondern lasst es einfach auf euch zukommen, weil es kommt immer anders. Und je mehr ihr euch plant, desto gestresster seid ihr. Und je mehr ihr erwartet, desto mehr werdet ihr enttäuscht. Deswegen geht das einfach easy an. Macht eure eigenen Erfahrungen. Deswegen kann ich da eigentlich. Ja, könnte ich gar nicht eine Antwort drauf geben. Also bei mir würde es nichts geben, was ich gerne vorher gewusst hätte. Wie kamst du eigentlich mit deinem Englisch klar hier in Australien? Also die Grundkenntnisse hatte ich natürlich, ne, so Standardkonversation und so weiter. Aber als ich dann wirklich mit Englisch, also mit Native Speakern heißt es ja, geredet habe, ob es Engländer waren, Amerikaner, Australier, da hat man dann wirklich gemerkt, wenn ich mich dann mit denen in der Anfangszeit unterhalten habe, dass ich mir dann wirklich dachte, ach du Scheiße, ich verstehe gar nichts. Und anfangs war es halt wirklich so, dass ich halt das Englische erstmal ins Deutsche im Kopf übersetzt habe. Das hat dann 5 Sekunden gedauert. In der Zeit haben die auf eine Antwort gewartet. Und dann musste ich halt erstmal überlegen, meinen deutschen Satz ins Englische zu transferieren. Was muss ich sagen? Welche Vokabeln brauche ich? Dann habe ich eine Vokabel nicht gewusst und wusste nicht mehr, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Und dann hat das 10 Sekunden gedauert, wo ich dann stand und mir dachte, Scheiße. Und dann kam natürlich der Druck noch hinzu. Also an der Anfangszeit, normale Gespräche gingen. Aber wenn es dann wirklich ein bisschen ausführlicher war oder man hat sich mehr unterhalten, habe ich wirklich gemerkt, wo meine Grenzen sind. Aber eben auch da ist es halt bei mir wirklich Learning by Doing gewesen und plötzlich konnte ich mich mit allen unterhalten. Plötzlich habe ich auch mal Englisch geträumt, das passiert auch bei vielen. Oder wenn ich Filme geguckt habe, war der Untertitel weg, weil da gab es ja halt keinen. Und plötzlich habe ich alles verstanden. Ich wusste, und irgendwann war ich dann auch unsicher, haben die Deutsch geredet oder Englisch, weil ich einfach schon so drin war. Und heute bin ich flüssig mit englischer Sprache. An sich einfach reden, traut euch und habt keine Angst, falsch zu reden. Die wissen alle, dass ihr aus Deutschland kommt. Das hört man dann auch am Akzent irgendwann. Und auch der Akzent hat sich dann bei mir ein bisschen geändert, dass andere auch dachten, ich komme aus einem anderen Land. Wo ich dann auch dachte, okay, was? Ja, das sind so Sachen. Einfach traut euch zu reden, auch wenn es falsch ist. Ihr lernt das. Du warst 2 Jahre in Australien. Wie ging es danach bei dir weiter? Von Brisbane bin ich nach Bali geflogen, Südostasien in Indonesien. Dort war ich dann einen Monat unterwegs, habe mir da die Inseln angeguckt, Bali und Lombok daneben. Das war dann auch genau die Zeit, wo der Vulkan in Bali ausgebrochen ist letztes Jahr. Da war ich dann gerade auf Giliti und auf Lombok. Und als ich dann Lombok verlassen habe, bin ich nach Singapur geflogen. Und eine kurze Zeit später gab es da die Erdbeben, wo die 700, 800 Leute gestorben sind leider. Das war genau die Ecke, wo ich gelebt habe für eine Woche. Ja, das war dann natürlich Glück im Unglück für mich persönlich, dass ich da 2 Naturkatastrophen gerade so entgangen bin. Ja, und dann von Singapur bin ich ja, durch Malaysia noch gereist, Richtung Kuala Lumpur und Penang Island. Dann war ich noch in Thailand für einen Monat und dann weitere 2 in Vietnam. Alles alleine wieder, genau. Also ich habe immer wieder Leute kennengelernt, selbst in Thailand auf einer Insel kam mir dann ein Mädel entgegen, das war auf ja, bei der Full Moon Party sogar, die ich in Australien schon mal kennengelernt hatte. Und die Straße runter hat auch eine gewohnt, die ich von Brisbane noch kenne. Dann in Vietnam im Hostel, oben in Hanoi habe ich wen getroffen, die ich vorher in Thailand mal getroffen hatte. Also ich habe immer mal wieder Leute kennengelernt, die ich bereits in Reisen vorher kennengelernt habe. Du warst lange unterwegs und hast viele Länder gesehen. Welche Erkenntnisse hast du gewonnen und was würdest du gerne an all diejenigen weitergeben, die sich noch unsicher sind, ob sie das Abenteuer Australien wagen sollten? Für mich persönlich ist halt wirklich so, dass man also, dass einem wirklich mal klar wird, dass man halt wirklich nur das eine Leben hat und dass viele auch zu Hause und die Probleme werden halt viele wahrscheinlich auch von euch haben, die gerade das Video sehen,
oder hatten, dass die Eltern dann irgendwie einem Weg stehen oder sagen, hey, mach das nicht und denk an die Rente und du musst doch arbeiten und sei doch nicht für ein Jahr weg, bla bla bla. Also da kann ich euch nur sagen, hört nur auf euch selbst, ihr seid erwachsen, ihr seid über 18. Wenn ihr das macht, eure Eltern haben euch da nichts zu sagen, muss man wirklich klar mal sagen. Es ist euer Leben. Lasst euch da auf jeden Fall von niemandem reinfahren. Das nur als Tipp. Macht, wenn ihr es wollt, macht es einfach. Kündigt euren Job, kündigt eure Wohnung. Ihr könnt es nur einmal im Leben machen. Und das ist halt so eine Erkenntnis, die mir dann auch gekommen ist, dass das Leben halt wirklich viel zu kurz ist, um 45 Jahre lang zu arbeiten, dann von einer schlechten Rente zu leben. Und was bringt euch Karriere und alles, wenn ihr vorher nicht das Leben gelebt habt? Irgendwann passiert euch was, ihr werdet vom Auto überfahren, alles kann passieren. Und dann habt ihr noch einen letzten Rückblick auf euer Leben. Was habe ich getan, gearbeitet? Hast du die Welt gesehen? Nein. Toll, super Leben gehabt. Ja, das ist so eine Erkenntnis, die mir dann kam, dass man einfach das Leben jetzt genießen sollte, während man es kann. Seht so viel, wie ihr könnt. Macht euer eigenes Ding. Lasst euch, wie gesagt, von niemandem unterbuttern und zurückhalten, auch wenn es die Eltern sind. Irgendwann müssen sie auch lernen, dass ihr 18 seid und erwachsen. Das ist eure Entscheidung. Ja, und das sind halt so eine Dinge, die mir, ja, wo die Erkenntnis dann kam, ne? Das Leben ist dazu wertvoll. Und dass ich auf jeden Fall, was das Arbeiten angeht, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite halt, um zu leben. Deswegen sollte man die freie Zeit auch ja, gut investieren. Und ja, nicht nur das Berufliche sehen, sondern seht lieber eure Freiheit, weil die habt ihr nur einmal. Ja. Selbst ich kam jetzt mit 25 aus dem Ausland wieder und habe immer noch gute Jobs bekommen. Habe jetzt meine eigene Wohnung. Ich habe alles, was man sonst im normalen Leben hat, obwohl ich über 2 Jahre weg war. Also das funktioniert auch danach. Lasst euch da nicht irgendwie Angst machen mit, oh, keine Berufserfahrung oder hey, du warst ein Jahr aus deinem Beruf draußen, jetzt kommst du wieder, willst wieder arbeiten. Das klappt nicht. Natürlich klappt das. Ich war 2 Jahre weg, 2,5, keinen Job gehabt in meinem IT-Bereich, den ich gelernt habe. Ja. Heute habe ich immer noch einen Job und verdiene auch gut. Also lasst euch davon nicht unterkriegen. Macht euer Ding, lasst euch von niemandem aufhalten. Und wenn ihr 5 Jahre reisen wollt, dann reist 5 Jahre, auch danach geht das Leben weiter. Also nochmal eine ganz klare Reisemotivation von Steven. Viele, viele Fragen, viele, viele Antworten. Das war's. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare, teilt mir eure Meinung mit. Und vor allem vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir zum Thema Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Und schaut auch bei Steven on Tour vorbei. Also, haut rein, macht's gut, bis später.